Die Handelsminister der G7-Länder haben sich zu der Unterdrückung und Zwangsarbeit der Uiguren durch China geäußert. Die Handelsminister sagten einheitlich, dass es keinen Platz für Zwangsarbeit in einem Wirtschaftssystem gebe, das auf Regeln basiert. In China wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz von Waffen bei illegalen Grenzübertritten genehmigt. Der Nationale Volkskongress beschloss, dass dieses Gesetz ab dem 1. Januar 2022 gültig ist. Die usbekische Bevölkerung geht an die Wahlurne, um den neuen Präsidenten zu wählen. Es gibt 5 Kandidaten, unter denen auch der amtierende Präsident Mirziyoyev ist. Dies ist die erste Präsidentenwahl, nachdem Kerimov das Land 27 Jahre regiert hatte. In Bor, einer Stadt in Serbien, äußerten Umweltaktivisten und Anwohner ihre Befürchtungen über die weitere Umweltverschmutzung einer chinesischen Kupferfabrik. Die Anwohner und Aktivisten demonstrierten wegen der Verschmutzung der Luft und Gewässer durch die chinesische Firma, die in der Region expandieren will. Das erste große Projekt auf dem neu befreiten Gebiet in Aserbaidschan wird in Kürze eröffnet. Zu der Eröffnung ist auch der Präsident Erdogan eingeladen. Der Flughafen wurde auf einer Fläche von 124 Hektar gebaut. Die Piste ist 3 Kilometer lang und 60 Meter breit. In London wurde gegen die Winterolympiade 2022 in Peking demonstriert. Hongkonger, Tibeter, Uiguren und Juden bezeichneten die Winterspiele aufgrund der Politik Chinas gegenüber Minderheiten als Genozidspiele. In Nigeria, in der Region Rivers, ist eine illegale Ölraffinerie in die Luft geflogen. Dabei sind 25 Menschen ums Leben gekommen.